Die Spielvereinigung Bayreuth hat mal wieder was Neues auf TikTok gepostet. Und dann habe ich da mal in die Kommentare reingeschaut. Top-Kommentar stellt Hansus als Trainer ein. Neuer Trainer Hansus. Aber mein absolutes Highlight, der Soboslai-Fan hier, der sich fragt, wo Krüger denn ist. Weil der sich ja beim Hansus ganz gut entwickelt. Wenn das Coach Hansus sieht, feiere ich extrem. Servus oder so. Wir starten heute direkt mit einer Pressekonferenz rein, denn der Liga-Auftakt in die erste Bundesliga steht an und da werden wir direkt gefragt, ob wir denn den Klassenerhalt schaffen können. Und ich würde sagen, wenn wir da richtig Feuer reinlegen, wenn wir kämpfen, dann können wir das auf alle Fälle packen. Was erwarte ich vom Debüt von Rothe? Ich würde mal sagen, er wird zeigen, dass er der Richtige ist. Wobei wir den Jungen jetzt auch nicht überfordern brauchen. Kann schon auch sein, dass der ein bisschen Zeit braucht. Bei Martel sehe ich das ein bisschen anders. Der ist halt auch schon ein Stückchen älter, ein Ticken erfahrener. Spielt auf einer noch wichtigeren Position im defensiven Mittelfeld. Wenn der nicht abliefert, dann ist halt ganz schnell wieder Kreuz drin. Und schon kann's losgehen. Der Rasen wird noch präpariert, die Kameras. Alles wird ready gemacht für den Bundesliga-Auftakt, für unser allererstes Spiel im deutschen Fußball-Oberhaus. Da passt es richtig gut, dass nochmal so ein Intro durchläuft. Genauso stelle ich mir das vor, dass Daniel Krüger hier direkt eine Bude macht gegen einen starken Gegner wie Leverkusen. Die Partie gibt es in voller Länge. Also was heißt in voller Länge? Ihr seht natürlich nur die Highlights, aber ich spiele in voller Länge. Hat auch immerhin die Abstimmung gewonnen. Von daher hat das hier alles so seine Richtigkeit. Danke für über 10.000 Daumen nach oben bei der letzten Folge. Macht doch heute gerne mit, ballert einen Daumen rein. Und dann schauen wir uns mal die Aufstellungen an mit dem Erstliga-Overlay. Das hat schon einfach Feeling hier. Besonders spannend ist es natürlich bei unserem Gegner. Die spielen in einem 4-2-3-1. Jimenez vorne drin, Paulinho ist noch hier, Loschek. Aber ansonsten hat sich die Mannschaft sehr stark verändert. Auch wer da alles auf der Bank sitzt, ist auf alle Fälle eines der besseren Teams in der Liga. Und wir gehen hier, das ist ganz anders als in der letzten Saison, als absoluter Underdog rein. Von daher, oberste Prämisse, erstmal defensiv gut stehen und dann kontern. Daniel Krüger ist alleine durch. Und Daniel Krüger lässt sich das nicht nehmen. Das ist der perfekte Start in diese Saison. Und es zeigt direkt auch in der ersten Liga, wird Krüger wieder zur Stelle sein. Auf den können wir uns verlassen. Damit hätte definitiv niemand gerechnet, dass wir Leverkusen hier so früh in Bedrängnis bringen. Die kommen jetzt mit Paulinho. Das ist eine richtig gute Flanke. Ja, und das ist halt der Unterschied. Wie die das ausspielen, ist überragend. Ganz, ganz schwer zu verteidigen. Perfekt gesetzt, die Flanke. Und das neue Niveau müssen wir uns scheinbar erst gewöhnen. Zumindest unsere Defensive scheint damit noch nicht so recht klar zu kommen. In der Offensive ist das dann eine andere Geschichte. Beinahe der erneute Gegenschlag. Auf der anderen Seite passiert es dann aber. Leverkusen hat mehr Glück als wir. Rizzo Duan bekommt den einfach perfekt zurückserviert. Eigentlich eine gute Parade von Broll. Also es geht hier wirklich hin und her. Ich muss mich brutal konzentrieren. Vor allem, weil Leverkusen so ein heftiges Gegenpressing spielt. Die setzen uns da immer so unter Druck, Mann. Und ehrlich gesagt, wenn ihr gerade ein bisschen auf die Statistik geachtet habt, dann ist es mittlerweile sogar glücklich, dass wir hier nur mit einem Tor hinten liegen. Denn gerade am Ende der ersten Halbzeit hatte Leverkusen Chance um Chance, aber das ist egal. Denn es geht darum, die Dinge am Ende auch einzunetzen. So wie das hier gerade Martin getan hat. Boah, in der Mitte ist so viel Platz. Das ist halt der Nachteil von einem Pressing, wie es Leverkusen spielt. Ich zieh ab. Ja, aber ist halt nicht so extrem schnell. Ich glaube, der wäre auch eingeholt worden. Von daher war es schon richtig, da einfach mal abzuziehen. Aber genau so kann es eben gehen, wenn wir da mal die letzte Pressinglinie überspielen. Schon wieder in letzter Sekunde gerettet, da gerade dieses Mal von Tom Roth. Da hat er richtig gut gemacht. Leverkusen bleibt drin in der Szene. Die spielen das richtig gut. Also es ist brutal. Die haben hier wirklich Möglichkeit nach Möglichkeit. Mittlerweile ist es aber nicht mehr lange zu gehen. Daniel Krüger auf und davon. Daniel Krüger legt sich den zu weit vor. Hat man schon richtig früh gesehen, dass er an den Ball nicht mehr richtig rankommen wird. Jetzt wieder Leverkusen und der ist halt dann drin. Adam Loschek, 87. Und jetzt sieht es hier ganz aus, als würden wir mit einer Niederlage reinstarten. Ich werfe jetzt aber natürlich nochmal alles nach vorne. Vielleicht geht ja doch noch was. Da unten ist richtig viel Platz. Leider startet der nicht so richtig rein mit dem Lauf. Und deshalb verlieren wir hier am Ende tatsächlich mit 2-3 in einem unglaublichen Spiel. Ja, herzlich willkommen in der ersten Bundesliga.
Bundesliga. Man hat so einen kranken Qualitätsunterschied gemerkt. Die haben so viel besser gespielt als alles, was da in der zweiten Liga rumläuft. Wir haben aber natürlich auch, wie vorhin schon gesagt, gegen eines der besseren Teams gespielt. Das wird dann im Laufe der Episode wahrscheinlich noch ein bisschen anders. Was wir übrigens auch nicht vergessen dürfen, ist, dass gerade auch noch die Transferphase läuft. In erster Linie braucht der Kader einen weiteren Stürmer. Und ihr wisst ja, da sind wir Thomas Castanaras auf den Fersen. Ihr wollt ihn auch eindeutig wieder hier haben. Ansonsten wollt ihr Kraft für ein halbes Jahr ausleihen. Tobias Stockinger für immer hier behalten. Das ist sowieso klar. Und am ehesten dann noch einen neuen Rechtsverteidiger dazu holen. Da muss man aber ganz ehrlich sagen, fehlt uns das Geld für aktuell. Mit 2,5 Millionen kommen wir da nicht weit. Auch wenn man sich dann eure Vorschläge so anschaut, die werden alle wahrscheinlich zu teuer sein. Agu, Paslak, Itter, Aydin, Semic, Gechter habt ihr mal wieder vorgeschlagen und auch Mario Götze als Alternative zu Castanaras. Aber der ist jetzt eh gerade erst gewechselt. Also alles in allem werden wir wahrscheinlich doch mit Sommer in die Saison reingehen als Stammrechtsverteidiger. Aber viele von euch finden das auch gar nicht so schlimm, trauen ihm zumindest eine weitere Saison zu. Und deshalb simuliere ich jetzt auch erstmal weiter. Aber was ist das denn jetzt? Stuttgart hat ein Leihangebot für Castanaras von Venedig erhalten. Oh, und es steht jetzt hier einfach nur zweimal drin, oder was? Ich dachte, das eine ist dann schon die Bestätigung. Dazu ein Angebot für Hemmerich. Und das ist tatsächlich auch gar nicht so uninteressant. Weil vielleicht können wir aus dem richtig krass Geld rausholen und uns dann doch noch einen Rechtsverteidiger dazu. Und ich will jetzt trotzdem nicht zu viel Geld für ihn verlangen. Aber was ist jetzt mit Castanaras? Können wir den überhaupt noch holen? Aktuell ja, aber der verhandelt halt mit Venedig. Und wir können aktuell noch gar nichts machen, müssen weiterhin warten, bis wir überhaupt wieder mit Stuttgart verhandeln können. Ich habe jetzt bis zum 21. weiter simuliert, aber da geht immer noch nichts. Und das Angebot von Venedig wurde angenommen. Aber ich kann nichts anderes machen, als weiter simulieren, in der Hoffnung, dass wir jetzt dann wieder mit ihm sprechen dürfen. Vorher kümmern wir uns schnell um die Angebote für Kraft. Da habe ich gerade sogar einen Fehler gemacht, weil eigentlich will ich nur eine Kurzleihe draus machen. Die möchten Nollenberger ausleihen, auf gar keinen Fall. Und der HSV bietet 2,15 Millionen für Hemmerich. Das ist echt gar nicht so uninteressant. Vorher würde ich jetzt aber halt gerne Castanaras verpflichten, bevor der zu Venedig geht. Deshalb schnell rein ins Spiel gegen Augsburg. Das wird schnell simuliert. Spielen wir unentschieden. Das ist der allererste Punkt für uns. Für ein Auswärtsspiel voll okay. Wir müssen kleine Brötchen backen. Ah, und jetzt ist Castanaras hier verschwunden. Von ganz unten mit dem X. Wo ist er jetzt hier? Da ist er. Und er ist immer noch bei Stuttgart. Wir bekommen also doch noch eine Chance. Ich werde das jetzt aber zur Sicherheit ohne Kaufoption aushandeln. Auch wenn manche von euch meinten, dass es da irgendeinen Trick gibt, wie man das doch hinbekommen kann. Aber das ist mir einfach zu viel Risiko. Machen wir eine Zwei-Jahres-Leihe draus und versuchen ihn noch von Venedig wegzuschnappen. Stuttgart hat den Deal auf alle Fälle bestätigt. Jetzt müssen wir aber noch auf die endgültige Bestätigung warten. Darauf, dass Castanaras Ja zu uns sagt. Und eigentlich würde man doch meinen, der kennt den Verein. Der weiß, was ihn hier erwartet. Noch ist nichts in die Richtung da im Posteingang. Stattdessen Leihangebot für Weber. Benfica will Kraft für ein Jahr haben. Ich glaube, das nehme ich jetzt sogar an. Weil wir können ihn ja immer noch jederzeit zurückholen. Theoretisch sogar im Winter, wenn wir ihn denn dann wieder brauchen. Boah, und was mache ich jetzt bei Hemmerich? Ich glaube, ich gehe da jetzt auch extra nochmal in die Verhandlungen rein, um da wirklich das maximale Geld rauszuholen. Wie wäre es denn mit nochmal 300.000 mehr? Das nehmen die auch an! Eieiei, was ist jetzt denn los? Aber man darf halt nicht vergessen, dass wir daraus wieder nur einen Bruchteil auf unser Transferbudget oben drauf bekommen werden. Mal schauen, wie viel das dann gleich ist. Und was ist da hier gerade los? Das backt ja komplett rein. Einfach so ein abwechselnder Blackscreen und dann wieder die normalen Szenen, die man kennt. Alles klar, wäre ja auch krass, einen Spieler einfach so holen zu können, ohne dass es komplett wegbackt. Es geht auf alle Fälle um Castanaras. Schön, das rauszufinden. Sehen wir ihn vielleicht abschließend nochmal mit dem Trikot? Nein, leider nicht. Es geht direkt in dieses Menü hier rein. Aber das Nice ist, wir können uns freuen. Thomas Castanaras ist zu uns gewechselt, genauso wie wir es uns vorgestellt haben. Er ist zurückgekehrt. Wir haben jetzt wieder einen richtig, richtig guten Backup-Stürmer. Und den brauchen wir auch einfach allein schon zum Einwechseln. Und natürlich auch, wenn Krüger sich mal wieder verletzen sollte. Er hat jetzt halt mal wieder keine
keine Kaufoption, aber dafür sind es 2 Jahre. Und jetzt warten wir noch, was bei Hemmerich passiert. Gerade aktuell befindet er sich immer noch in den Vertragsverhandlungen mit dem HSV. Aber jetzt ist der Deal wohl bestätigt. Man muss auch sagen, der Typ hat keine kleine Rolle bisher in dieser Karriere gespielt. War über mehrere Saisons hinweg gesetzt. Erst als Rechtsverteidiger, dann als Linksverteidiger. Jetzt mittlerweile haben wir aber halt doch bessere Spieler im Kader. Und so ist es. Irgendwann ist immer Zeit, Abschied zu nehmen. Für Luke Hemmerich ist der Zeitpunkt jetzt gekommen. Wir haben halt auch einen richtig guten Deal rausgeholt. Bekommen 1,7 Millionen auf unser Transferbudget obendrauf, sodass wir jetzt insgesamt bei 3,59 Millionen stehen. Ich muss halt auch noch den Vertrag von Klünter verlängern auf 18.500 und dann mal schauen, ob wir uns mit den 3 Millionen überhaupt irgendeinen Rechtsverteidiger von unserer Wunschliste leisten können. Nur werden wir das erst später genauer unter die Lupe nehmen, denn manche Spieler sind noch gar nicht gescoutet. Und sollte es übrigens nicht klappen, also dass wir uns keinen leisten können, dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, hier einen Jugendspieler hochzuziehen. Und gerade der Baumann sieht von der Gesamtstärke her gar nicht so verkehrt aus. Hier jetzt der nächste Abgang. Es geht natürlich um Kraft, der hat sich für Benfica entschieden. Wir haben halt dadurch einen guten Einwechselspieler weniger. Das wäre auch ein Grund, ihn irgendwann zurückzuholen. Wenn wir einfach merken, dass uns die Qualität fehlt, um nochmal irgendwas Brauchbares von der Bank reinzubringen. Stuttgart, nächste Schnellsimulation. Verlieren wir mit 3-1 und stehen damit nach 3 Spieltagen mit gerade mal einem Punkt da. Also das zeigt schon sehr, sehr gut, wo es hingehen wird in dieser Saison. Ich weiß auch gar nicht, warum ich hier jetzt die Stunden wegsimuliere, weil das Scouting wird dadurch mit Sicherheit nicht mehr weiter voranschreiten. Naja, aber andererseits kann ich herausfinden, ob wir nicht doch noch irgendeinen Spieler verkaufen, wie Morgalla zum Beispiel. Wobei ich den schon auch sehr gerne hier behalten würde. Ja, und das war denn auch zu viel Geld. Finde ich gar nicht schlimm. Noch 3 Stunden auf der Uhr jetzt. Angebot für Greuß lehne ich ab. Den zu verkaufen wird sich nicht lohnen. Schulz will keiner haben. Nochmal der Blick aufs Transferbudget. 3,4 Mio. Und dann rein hier in die Wunschliste. Das Warten hat halt leider gar nichts gebracht. Die Spieler sind immer noch nicht gescoutet. Von denen, die gescoutet sind, können wir uns Hefti nicht leisten. Goden schon. Der wäre aber halt eher eine Verschlechterung. Jasic ist zu teuer. Eitschberger aus meiner Sicht eindeutig zu schlecht. Wagnermann viel zu teuer. Negru wäre eine Option, ist aber halt nur eine Gesamtstärke besser als Sommer und hat wahrscheinlich auch nicht mehr so besonders viel Potenzial nach oben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig überzeugt mich da jetzt aktuell keiner und deshalb würde ich ihn einkaufen, wenn überhaupt, auf die nächste Transferphase verschieben, weil dann ja auch die anderen Spieler gescoutet sind. Vielleicht ist ja da einer dabei, der in unser Budget reinpasst und jetzt aktuell ist es auch gar kein Problem, mit nur einem nominellen Rechtsverteidiger in die Saison reinzugehen. Denn wir haben, wie gesagt, ein paar vielversprechende Jugendtalente und außerdem 3 Linksverteidiger im Kader. Weil Schulz werden wir ja leider nicht los. Das heißt, wir können Lippert auch einfach zum Rechtsverteidiger in 2 Wochen umtrainieren. Und dann passt es auch, was das angeht, wieder wunderbar. Ich weiß, es ist jetzt nicht die Traumlösung, aber für alles andere haben wir halt einfach zu wenig Kohle. Ich meine natürlich, wenn ihr jetzt noch irgendeine wunderbare Lösung in petto habt, dann schreibt die sehr, sehr gerne in die Kommentare rein. Ich beende währenddessen aber jetzt schon diese Transferphase. Und damit rückt der Fokus wieder einzig und allein auf das große Projekt Klassenerhalt. Gegen VfL Wolfsburg werde ich da heute auch zum letzten Mal irgendein Spiel schnell simulieren. Jawohl, und wir gewinnen 3-1, der allererste Sieg. Da muss man sich jetzt einfach richtig drüber freuen. Und dadurch stehen wir jetzt echt okay da nach 4 Spieltagen. Wenn wir so weitermachen, dann wird es was. Dann bleiben wir drin in dieser Klasse. Hier, wie versprochen, Lippert wird umgeformt zum RV. Dann können wir uns endlich eure Rechtsverteidiger-Ideen durchschauen. Semic ist halt jetzt nicht so gut. Aydin ist zu teuer. Also ich glaube, es geht einfach nicht. Wir können mit dem Geld, was wir gerade haben, keinen Rechtsverteidiger holen, der besser ist als Sommer und noch dazu irgendein Potenzial hat. Und ich wüsste jetzt auch keinen Weg, easy an weiteres Geld zu kommen. Außer wenn wir irgendwelche Jugendtalente verkaufen. Aber jetzt erstmal genug von dem Thema. Gehen wir rein in den 5. Spieltag. Treffen da auf einen Gegner mit ordentlich Qualität. Borussia Mönchengladbach, gegen die werden die Highlights gezockt. Mal schauen, ob ich da überhaupt irgendwas rausholen kann. Wir beginnen mit einer Ecke, die Martin wunderbar reinbringt.
kommt nicht ganz an bei Morgalla. Der versucht es jetzt mal aus der zweiten Reihe. Für einen Innenverteidiger kein schlechter Abschluss. Nur leider ist er gerade bei den Highlights das Einzige, was zählt, ein Tor. Rote, wunderbar, steht da richtig. Verteilt das weg. Noch eine Szene für Gladbach. 12. Minute. Wir haben schon so viele Szenen jetzt gehabt. Navarro, die Nummer 10 per Freistoß. Aber es sieht fast so aus, als würden die den kurz ausführen. Nein, tun sie nicht. Schießen aber zum Glück daneben. Jetzt ein Freistoß für uns. Ich versuche es mal wieder mit dem Außenrist. Vielleicht klappt es ja jetzt endlich. Ein bisschen schade, dass ich unten keine UI habe. Und das war ja mal ein krankes Field Goal. Das sieht das hier auf alle Fälle schon deutlich vielversprechender aus. Das ist ein Traumpass für Krüger. Der kriegt den auch noch irgendwie mitgenommen. Daniel Krüger! Immer wieder unsere Nummer 16. Nicht umsonst trägt er die Binde am Arm. Er trägt auch diesen Verein auf seinem Rücken. Und wir machen direkt weiter mit der nächsten Daniel Krüger Szene. Nur leider steht da hinten noch ein Abwehrspieler. Deshalb ziehe ich einfach mal ab und auch der ist drin. 63. 2-0. Was ist denn los mit diesem Typen? Der ist ja einfach komplett unfair. Selbst in der ersten Liga noch. Warum rückt der meine Abwehr da so komplett dumm raus? Ein Gumu. Oder wie auch immer man den ausspricht, erzielt den Anschlusstreffer. Und dann komplett wilder Jubel. Herr Gladbach, ihr solltet nicht vergessen, dass ihr hier immer noch in Rückstand seid. Und dass ihr vor allem gegen Daniel Krüger spielt. Daniel Krüger. Krüger. Da war ich mir sicher, dass das 3-1 wird. Verzieht er leider komplett, ähnlich wie den Freistoß. Broll hält den ganz, ganz wichtige Parade. Die 3 Punkte bleiben in Bayreuth. Das war eine richtig, richtig gute Leistung. Wenn wir so weitermachen, dann werden wir rein gar nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Aber gut, nach 5 Spielen vielleicht ein bisschen früh, das zu sagen. Ich finde es aber auch irgendwie angenehm, mal mit so niedrigen Erwartungen in die Spiele reingehen zu können. Nicht so wie letzte Saison, wo wir halt immer Favorit waren. Jetzt geht es halt einfach nur darum, mal eine gute Leistung zu zeigen, von Spiel zu schauen, und solange wir hier und da unsere Siege holen, so wie bis hierhin in dieser Folge, dann sollte das auch einfach reichen. Unser nächster Gegner ist jetzt Union Berlin in ihrem richtigen Stadion. Das hat schon brutal Feeling hier und das kann ich natürlich nicht einfach schnell simulieren. Auch da gehen wir rein in die Highlights der Partie. Und übrigens, ich wollte euch mal fragen, ist jetzt ein bisschen sehr off-topic, welche Kameraeinstellung fühlt ihr eigentlich mehr? Denn klar, ich spiele jetzt immer auf Übertragung Tele, damit ist es definitiv am einfachsten zu zocken. So, aber ich könnte halt auch mit der Gamecam spielen, womit alles, das muss man schon ganz ehrlich sagen, nochmal ein Stückchen realistischer aussieht. Gut, jetzt beim Freistoß ist es wahrscheinlich kein gutes Beispiel. Daniel Krüger setzt den fast rein, heilige Scheiße. Ja, aber ich denke, jetzt weiß man schon, was ich meine. Wir machen auf alle Fälle eine Abstimmung dazu. Ich werde jetzt die Partie mit der Cam spielen und dann könnt ihr mir über die Abstimmung sagen, mit was ich das nächste Mal zocken soll. Es wird auf alle Fälle viel, viel schwieriger dadurch. Vor allem, wenn man das nicht gewöhnt ist, dann ist es so viel schwieriger abzuschätzen, wo man jetzt genau stehen muss. Beziehungsweise welche Pässe ankommen, welche nicht ankommen. Aber dafür sieht es halt geiler aus. Und vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, wenn es mir nochmal ein bisschen schwieriger gemacht wird. Komplett verkacken werde ich ja dadurch jetzt auch nicht. Nächste Szene für Union Berlin. Die bekommen wieder einer nach der anderen. Jordan ist es. Der spielt den raus zu Boré, der von Frankfurt hier hingewechselt ist. Das ist kein Problem für Broll. Der hält den easy. Krüger ist halt nicht so richtig dabei jetzt in dem Angriff. Trotzdem werde ich versuchen, ihn hier irgendwie auf die Reise zu schicken. Jetzt links raus. Wunderbar. Martin hat Platz. Martin schießt viel zu genau auf den Keeper. Aber das macht er generell einfach gerne, muss man sagen. Jetzt geht es hier darum, möglichst schnell die Mitte zuzumachen. Jordan legt den nach hinten. Viel Platz für Gieselmann, der aber im Abseits war. 0-0 geht es hier aus. Und damit bin ich vollkommen zufrieden. Das meine ich halt. Ich muss ja nicht gewinnen bei Union Berlin. Ich spiele unentschieden und wir können damit zufrieden sein. Und es war jetzt auch ein wunderbarer Test für die andere Kameraansicht. Ich bin mal sehr gespannt, wie ihr da abstimmt. Wie gesagt, findet ihr in der Videobeschreibung. Genauso wie die Abstimmung zu den selbstgezockten Spielen in der nächsten Episode. Da packe ich mit rein den HSV, Mainz, Frankfurt, Pokalspiel gegen Augsburg. Im November spielen wir dann gegen Bayern, Bochum, Hoffenheim, Freiburg. Und kommt der Dezember, muss auch noch mit rein. Das heißt, nächste Episode gibt es Spiele, Spiele, Spiele. Denn in Sachen Transfers gibt es wahrscheinlich nicht so viel, was noch erledigt werden muss. Außer ihr habt da noch irgendwas, dann ballert es unten rein. Jetzt ab damit in die Kommentare. Lasst einen Daumen da. Checkt, wie gesagt, die Abstimmungen ab. Bis zum nächsten Mal. Euer Bernd. Und wer es immer noch nicht mitbekommen hat, ich habe einen Zweitkanal. Und da kommen zurzeit einfach mehr Videos als auf dem Erstkanal. Ich habe zum Beispiel auf den Trailer zum WM-Modus in FIFA 23 reagiert. Auf dem Zweitkanal drüben. Und noch dazu kommt da jeden zweiten Tag eine Folge Spielerkarriere. Also checkt es unbedingt mal ab. Ich packe euch einfach nur den Kanal in die Infocard rein.